Die Computer 94 in Köln ist vorbei. Wir stehen hier auf den Überresten des Schlachtfeldes, sehen Sie selbst den Fußboden. Und wir zeigen Ihnen nun in einer kurzen Zusammenfassung die wichtigsten Ereignisse der letzten 3 Tage hier und am DMV-Stand. Was ist das Spannendste am PC-Player-Stand? Einmal die Stunde wird ein T-Shirt verlost und dieser junge Mann hat ein T-Shirt gewonnen, da kannst du glücklich fassen. Zufälligerweise ist es Smudo von den Fantastischen Vier, von Mega 4 und sonst noch irgendwelche Viers, die ich vergessen habe? Nein, ich glaube, das ist alles, was gerade aktuell ist bei uns. Mega 4 und Fantastische Vier. Wenn du nicht gerade irgendwelche komischen Platten mit deinen Kumpels aufnimmst, was machst du dann sonst so den ganzen Tag lang? Ich habe meine alte Liebe zu LucasArts-Spielen wieder entdeckt und habe Monkey Island 2 noch nicht gespielt, heute als Sonderangebot mit von der Messe mitgenommen und das wird das nächste sein. Auch Smudo kauft Sonderangebote und deswegen darf auch unser T-Shirt tragen. In diesem Sinne, schalten Sie auch nächsten Monat wieder ein bei Fearbase. Kenn ich Sie nicht aus dem Fernsehen? Was soll ich sagen? Ich weiß nicht. Hey, sag ich nicht. Hey, sag ich nicht. Hey! Falsche Sendung. So, wir wollen mal gucken, was auf der Messe hier noch so los ist. Es ist ja alles ganz nett hier und da ist auch noch... Oh mein Gott! Ein furchtbarer Fehler in der Deko. Das muss doch Coinbase heißen. Meine Damen und Herren, neben mir steht ein Mann, der hat Sportgeschichte geschrieben. Er war der Keeper von Bayern München. 1974 gewann er mit der Fußballnationalmannschaft die Weltmeisterschaft. Es ist kein geringerer als Sepp Maier. Ja, und ein ganz wichtiger Faktor beim Messen ist der Messestress. In 3 Tagen kann man ganz schön körperlich und geistig vor die Hunde gehen. Nun, wir haben ein kleines Experiment gemacht. Neben mir steht Jörg Rohrer, der Technical Wizard von Electronic Arts Deutschland. Guten Tag, Herr Rohrer. Guten Tag, Herr Lehnert. Herr Rohrer ist ein Freiwilliger. Ich betone das nochmal. Er wurde nicht gezwungen für ein medizinisches Experiment. Wir zeigen Herrn Rohrer einmal zu Beginn und dann zu Ende der Messe. Herr Rohrer am Anfang. Relaxed. Und das ist Herr Rohrer am Ende des letzten Messetags. Herr Lehnert, auch noch dabei. Ja, und ich bin jetzt wirklich unglaublich stolz, dass neben mir einer der berühmtesten Programmierer der Spielewelt sitzt. Es ist Peter Molyneux von Balfrog, eine Legende, Theme Park, Populous. Dieser Mann steht hinter den wichtigsten Spielen der letzten Jahre. Und es ist mir wirklich eine große Freude, ankündigen zu dürfen, dass Peter Molyneux uns jetzt ganz persönlich Magic Carpet zeigt. Well, Peter, thank you very much for your time. And now, please show to our readers your personal guide to Magic Carpet. Sure. Well... You get up, and now the next thing you must do is get the correct stance. So you must get the surfing stance like this, and then you go up, fly around, right, left, right, right, and then I have not any magic spells, but if I had, I could take out the crowd of people. So that is my guide to magic carpet. You've got to be careful, on a windy day, you can get blown off. Und einen weiteren Prominenten, den wir hier auf der Messe gefunden haben, Smax von Kellos. Smax, sag mal, was isst du eigentlich morgens so zum Frühstück? Nutella. Sag mal, wie kriegt ihr diesen tollen Spezialeffekt mit dem Explodieren immer hin? Rebel Assault ist eines der besten CD-ROM-Spiele. Es ist von LucasArts und von Vince Lee. Die Grafik ist super geworden, das Gameplay, das kann man sich bei anderen Spielen genauso gut wünschen. Und es ist dieses Jahr rausgekommen und eigentlich das erste richtig gute Interactive Movie, das es überhaupt gab. Sag mal, wer regelt eigentlich auf der Messe hier den Verkehr?
Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Verzeih mir. Heute haben wir einen jungen Mann, der etwas besonders Ungewöhnliches gestehen will. Es ist Ottmar. Ottmar ist der letzte Amiga-Anwender Deutschlands. Ottmar, sag doch mal unserem Publikum, wie konnte es dazu eigentlich kommen? Weiß ich auch nicht genau. Es hat viel zu lange gedauert. Fing an und konnte nicht mehr davon loskommen. Hast du irgendwelche Tipps für andere Jugendliche, die ähnliche Probleme haben wie du? Ja, lass die Finger von Computern. Das kostet Zeit, das kostet Geld. Meine Damen und Herren, ein besonders erhebender Moment. Jetzt in der Westkurve werden die Gesänge lauter. Die neue Formelhymne von Software 2000 wird abgespielt. Ein gewisser Badingi hat den Text geschrieben. Und jeden Abend, wenn die Sonne untergeht im norddeutschen Flachland, wird diese Hymne offiziell gespielt und alle Mitarbeiter müssen mitsingen. Wer nicht mitsingt, wird gefeuert. Es ist ein bewegender Augenblick. Dutzende von Menschen fallen sich in die Arme, Tränen fließen. Der Software 2000 Chor beweist, sie können besser singen als Spiele programmieren. Immerhin, wir bedanken uns. Auf Wiedersehen und gute Nacht.